Willkommen zurück bei City Skyline 2 und wir folgen mal Fusselmeck Küken auf dem Weg zur Arbeit. Gerade erst angekommen, gerade erst in die neue Stadt Fusselsdorf eingezogen und gerade erst das neue Haus begutachtet. Noch ein wenig quer in der Orientierung, wie denn jetzt so ein Zebrastreifen an sich funktioniert, aber okay. Und wir stellen fest, wir sind immer noch Schülerin, aber schon angestellt und arbeiten bei Bumbefuel und sind reich. Warum müssen wir überhaupt arbeiten? Wir sind doch reich, aber gut, wer reich ist, der will auch reich bleiben. Wir haben ein bisschen weiter weg geparkt und müssen jetzt erstmal wieder zu unserem Auto laufen. Die Autos sind auch teilweise echt hässlich in der Darstellung. Also vor allem noch in den Einstellungen und die Räder versinken und naja, gut, okay. Da muss ich noch mal dran. Ich befürchte es auch, dass irgendwas mit den Einstellungen nicht ganz stimmt. So, da war gerade ein Stufenaufstieg, den habe ich mal rausgeschnitten. Und das ist übrigens alles hier so ein bisschen zusammengehobselt. Ja, denn teilweise verschiebe ich so ein bisschen die Abläufe. Denn es soll ja irgendwie auch so ein bisschen Geschichte mit drin sein. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal zurück durch die Zypressenstraße. Es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele Anbindungen an unseren anderen Stadtkern. Das hier ist auf jeden Fall der Wohngebietsstadtkern und fahren durch den einen Kreisverkehr, den wir haben. Vorsicht, kleiner LKW. Und fahren jetzt in unser Gewerbegebiet, kann man sagen. Naja, das ist das Gewerbegebiet und da sehen wir auch schon die Tankstelle, an der wir arbeiten. Einfach mal rechts ranfahren und schön parken. Parken kann man hier überall. Da fehlen mir natürlich noch die Mods und Erweiterungen, sodass man dann die Straßen auch festlegen kann, ob da geparkt werden kann oder nicht. Es gibt einige Erweiterungen hier, aber okay. So, wir sind wie gesagt immer noch Schülerin und angestellt, wie das auch immer geht. Und mir ist auch im Livestream aufgefallen, alle, die ich aufgerufen hatte, waren alle Schülerinnen, waren alle erwachsen, waren alle angestellt. Teilweise Geschäftsführer oder Abteilungsleiter. Bisschen seltsam noch. Also das scheint noch nicht so ganz tippitoppi zu sein. Und ja, dann stellen wir uns vor die Tür, anstatt reinzugehen. Jetzt weiß ich nicht genau, was unsere Aufgabe dort ist, aber wir haben auf jeden Fall noch eine zweite Angestellte. Das ist die Kollegin. Und jetzt stehen wir vor der Tankstelle. Ja, das ist unsere Stadt, die wir uns so ausgewählt haben, also die ich für uns ausgewählt habe. Hier ist schon ein klitzekleines Industriegebiet entstanden. Und unser Plan ist jetzt im Grunde eine Stadt zu entwickeln, die floriert und wunderbare Erfolge bringt. Und ja, da wollen wir noch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir haben jetzt sogar schon die Möglichkeit, Nachfrage nach mittlerer Dichte zu bauen. Und man könnte ja, also wir dehnen uns ja in diese Richtung aus, ne? Und alles, was ich jetzt gebaut habe, wird garantiert irgendwann abgerissen. Sodass wir jetzt eigentlich doch schon mal sagen können, hier machen wir vielleicht die große Wohndichte hin, oder? Ich meine, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wir haben noch ein bisschen Nachfrage nach Gewerbe. Da muss ich jetzt mal gucken. Da habe ich noch nicht weitergebaut. Hier sind zweispurige Straßen. Hier sind die dreispurigen Straßen. Dann bauen wir die auch schon mal ein bisschen länger. So, schön im 180-Grad-Winkel. Kleiner Hinweis an Frau Baerbock. Wenn sich Putin ändern muss, dann um 180 Grad und nicht um 360. Aber das nur als, aber das hat man ihr bestimmt schon gesagt. So, legendär möchte ich sagen. Wir machen das amerikanische System, soweit ich das kenne, einfach geradlinig durchziehen. Das ist schon mal ganz gut. Und wir benutzen Wege für die Menschen. Ein bisschen zu kühl, alles klar. Ja, müssen wir gucken, ob wir noch irgendwas mit Heizung oder so bauen müssen. Ich habe keine Ahnung. Kriegen wir schon hin. So, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dann machen wir doch einfach hier Wege hin. So. Da ist ein Zebrastreifen, den möchte ich hier übrigens auch haben. Und hier möchte ich auch einen Zebrastreifen haben. So. Das ist dafür gedacht, dann können die Leute nämlich schön immer die Mittelwege nehmen. Und dann gehen wir hier hin und machen wieder, was haben wir gesagt? 6, 6, ne? Also 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Sollen wir das mal so machen? Und dann nutzen wir das und machen hier einfach noch was Schönes hin. Parks haben wir noch nicht, dafür sind wir noch zu klein, leider. Aber so haben wir doch was. Was ist denn mit mehr Küken? Die mache ich mal weg, ne? Also ich arbeite, bin erwachsen, bin ausgebildet. Also so wie man das kennt, nicht? Also, ja. Arbeitgeber ist Frashtag Books, alles klar. Als Abteilungsleiter, ja, ja. Also ich will euch ja nichts, ne? Aber gut, das Geschlecht passt noch nicht so ganz. Aber ich fühle mich heute halt wie eine kleine Auster. Weiblich natürlich und bin Abteilungsleiter. Ja, alles klar. So. Von der oberen Ausfallstraße raus aus der Stadt über den kleinen Kreisverkehr tauchen wir mal ein in unser kleines Industriegebiet. Ist ja noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Und werden uns in den nächsten Minuten einfach mal damit beschäftigen, sowohl das Industriegebiet als auch die Wohngegend als auch unseren Gewerbepart Schritt für Schritt auszubauen. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen, denn ich möchte hier die Wasserverschmutzung natürlich möglichst gering halten, dass ich hier mein Trinkwasser, was ich aktuell hier entnehme, zeige euch auch mal die Trinkwasserentnahmestelle, dass ich die jetzt nicht hier, wer weiß wie, versaue durch Industrie. Der Vorteil ist, wir haben auch schon eine andere Anbindung, also wir können also auch in eine andere Stadt fahren. Wir haben jetzt schon zwei Anbindungen durch diese Art und Weise, haben Strom, haben hier ein bisschen Industrie. Und hier habe ich, glaube ich, 13 genommen, nicht 12, ne? Ja, wenn man alt wird. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Ja, das war jetzt nicht notwendig, oder doch? Naja, gut, ist mir eigentlich egal. Perfekt. Es ist halt dafür gedacht, dass wenn hier jemand läuft, ne, und das wäre ja der Fall, wenn wir zum Beispiel hier jetzt eine Bushaltestelle hinmachen. Ne, und dann machen wir hier schön einen Fußgängerüberweg. Und dann könnte der zu Fuß, so, ne, schön mit Fußgängerüberweg, und dann könnte der zu Fuß von der Bushaltestelle hier drüber laufen zu seiner Firma. Ne, und muss nicht erst einen riesen Umweg laufen. So ist der Plan. So, wir brauchen weiterhin Wohngebiete, alles klar. Und dehnen wir uns einfach hier hin aus. So. Ja, hier hätte ich vielleicht auch mal Wege einplanen können, oder? Das wäre nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Aber naja. Du musst halt an so viel denken. Und da wisst ihr ja, das ist nicht meine Stärke. Denken. Mm-mm. Ja, es bot sich irgendwie an, ne? Ist vielleicht nicht so schlau, was ich da gerade tue, oder? Ich weiß es noch nicht so genau. Weil ich versuche immer Maximum rauszuholen, aber das ist vielleicht nicht so schlau. Sollte ich mich an meine 12er-Regel halten? Ich weiß auch nicht, warum ich 12 genommen habe, keine Ahnung. 6, 8, 10, 12. So, dann machen wir wieder 12. Denn dann haben wir... So, jetzt müsst ihr anpacken, genau. So, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Und dann bauen wir hier einfach eine Straße wieder hin, ne? Kann das sein, dass ich irgendwie ein bisschen blöd bin oder so? Ja, ne? Ja, ja. Mach den mal weg. Muss doch Straße sein, Fussel.
Ja, ich spiele zum ersten Mal, weißt du? Also wenn ich irgendwas erwähnt hätte mit, ich habe schon mal irgendwie SimCity oder so gespielt, das ist natürlich absolut gelogen, ist klar, ne? So, sieht man ja. Hier was hin. Da was hin. Dann weisen wir mal wieder ein bisschen Wohngebiete aus. Nehmen. So, da haben wir einfach ein paar Wege. Hier führt einer drüber. Ja gut. Okay, da ist er nicht mit einverstanden. Warum nicht? Hier nimmt er natürlich sehr viel weg. Hier bietet sich's an. Da muss man halt tatsächlich drauf achten, aber man kann relativ schnell. Noch einen Zebrastreifen da einfügen. Das geht. So, ein bisschen Industrie. Da machen wir aber auch nicht zu weit, weil wegen der Wasserverschmutzung, ne? Und so bauen wir uns jetzt nach und nach nach oben und hoffen, dass wir vielleicht irgendwie in den Gewinnbereich kommen. Problem ist, wir werden gleich mit der Feuerwehr ein bisschen arbeiten müssen. Schule braucht ja Gott sei Dank nicht in Industriegebiet. Aber ne, hier sind wir Krankenhaus und sowas wie Krematorium und so weiter. Und Müllrecycling müssen wir auch gleich mal im Auge behalten. Mal schauen. Wie sieht denn unsere Kacke aus? Haben wir denn schon. Wo war denn meine Kacke? Hier war die Kacke. Ja, also hier läuft schon ein bisschen AA. Ein bisschen Abwasser. Schön den Fluss runter. Das wird bestimmt mal ein richtig braunes Delta hier. Du fährst hier über die Brücke, hast schön das Fenster auf und es mummelt fürchterlich. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter und gucken mal, dass wir gleich hier schon mal ein Update kriegen. Ich will nicht zu schnell arbeiten, weil das geht dann meistens ins Geld und das ist nicht gut. Da haben wir noch genug von und hier können wir uns jetzt mal langsam schon Gedanken machen, wie wir hier weitermachen. Entweder wir machen hier an den Wegen. Weiß noch nicht so genau. Bauen wir da noch ein bisschen Industrie hin. Hier können wir noch ein bisschen Wohngebäude, große Dichte hinbauen. Ah, man sucht Angestellte, alles klar. Aber wir bauen ja. Also es ist ja nicht so, als wenn da nicht was gebaut werden könnte. Das sieht doch gar nicht so schön aus. Es entwickelt sich doch tatsächlich wie eine Stadt. Wir springen mal in unser Gewerbegebiet und bauen. Mal gucken, was machen wir denn? Also irgendwas stimmt da schon mal mit der Straße nicht. Das kann ich schon mal sehen. Genau, schön wegmachen, denn da waren die Abstände nicht richtig. Weil ich habe den Fehler gemacht. Ich habe die Straße nicht richtig bemessen. So, das machen wir mal eben. Korrigieren wir mal eben, ne? So. Das fällt hier nicht so auf, dadurch, dass die Linien alle schön zusammenhängen. Die Kästchen hängen ja alle schön zusammen. Da gibt es ja keine Lücken. Und das ist mitunter echt ein bisschen schwierig. Also da muss man echt ein Auge drauf haben. Aber jetzt müsste der Abstand richtig sein. Das ist dann 12 mal 12.
Und dann muss man gucken, wenn man wieder einen Weg einführt. Also eigentlich müsste es 12 mal 24 sein oder 24 mal 12 oder wie man es auch möchte. So, die Straße mal einmal bis zur großen Straße durchführen. Dann wollen wir den Weg auch noch eben durchführen bis nach ganz oben an die Hauptstraße. Jetzt nehme ich mir zwei Kästchen weg, wenn ich das so mache. Da weiß ich auch noch nicht, ob das richtig ist. Also da muss man tatsächlich noch ein bisschen fummeln. Und ich kann auch schon mal im Nachgang sagen, es wird gar nicht so einfach, weil sich immer wieder Lücken ergeben, weil die Karte halt mit ihren Wellen und Tälern und Hügeln gar nicht so einfach ist. Also da sehen wir auch schon wieder solche Lücken drin. Und ich werde zu einem späteren Zeitpunkt mal ein Teil glätten. Muss aber auch dazu sagen, das sieht noch viel beschissener aus. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, da kommt noch was. So, hier oben könnte ich mir vorstellen, dass wir dort sowas wie Schulen, Verwaltung, Straßen, Gedöns, Sozialamt und all sowas reinbauen. Jetzt vergrößern wir erstmal noch dieses Grid. So, und bei aller Liebe, eine lange Straße zu machen, ich verliere dann unheimlich schnell den Winkel unten aus den Augen und muss dann immer so ein Stückchen zurück, damit ich die Winkeleinstellung sehe, weil so 89 Grad oder so, das ist schwer zu erkennen auf die lange Distanz. So, da könnte eine Straße rein, aber ich entscheide mich dazu, Querstraßen zu machen. Ja, und da unten sehen wir dann auch wieder, entsteht wieder so eine Lücke. Auch nicht so schön. Wie gesagt, das hat was mit der Geländestruktur zu tun, aber ja, wenn ich dieses Gelände hier komplett flach mache, dann ist natürlich die Frage, wo fange ich an? Auf Meeresgrund? Und dann hätte ich natürlich zur Bergseite hin einen riesigen Versatz. Der sieht dann auch nicht so richtig gut aus. Oder macht man das mit ja, Serpentinen oder so? Ich habe keine Ahnung. Also das ist bei solchen Karten ist das immer mega schwierig, finde ich, die auch in eine schöne Struktur zu bringen. Denn hocheffizient ist es halt, wenn alles gerade ist. Ja, und sehr ineffizient ist es, wenn du da so krumm bist, dann sieht es aber besser aus. So, noch ein paar Wege, weil dann können die Fußgänger auch zu Fuß laufen. Und das muss man den Sims hier ja lassen. Die sind ja richtig gute Fußgänger. Die laufen ja unheimlich gerne weite Strecken zu Fuß. Das ist ein Riesenvorteil. Allerdings haben sie auch immer ein Auto in der Tasche und können dann, wenn sie Lust haben, auch mal eben Auto aus der Tasche und los geht's. So, dann möchte ich als nächstes, was mache ich als nächstes? Ich glaube, jetzt kommt langsam die Gesundheitsvorsorge und die kann ja auch hier irgendwo hingebaut werden. Aber da bin ich mir relativ sicher, das ist wieder aus der Aufnahme direkt entstanden, weil ich sabbel ja auch bei der Aufnahme. Und das hier war jetzt eine Zwischensequenz. Na, wollen wir doch mal gucken, was ich als nächstes mache, oder? Ich habe unsere Stadt schon mal straßentechnisch ein wenig erweitert. Und so langsam müssen wir mal an Gesundheitsvorsorge denken. Und es gibt schon wieder einen ordentlichen Bedarf. Das heißt, wir können als allererstes hier unten mal ein wenig auffüllen. Ja. Machen wir hier weiter unsere gewerblichen Dinge rein. Und dann würde ich jetzt gerne anfangen, eine Klinik zu bauen. Die sollte natürlich möglichst zentral liegen. Also wäre hier eigentlich ideal. So. Dass er irgendwie schön auf die Hauptstraße kommt. Diese Ansicht gefällt mir persönlich übrigens überhaupt nicht, weil ich die nicht gut was erkennen kann. Und ich muss mir immer überlegen, dass das Gebäude ja auch noch erweitert wird. Das macht das Ganze immer ein bisschen komplizierter, denn die Klinik kann erweitert werden. Dementsprechend empfehle ich, glaube ich, machen wir die hier dran? Oder machen wir die an die Hauptstraße? Und die bauen wir an die Hauptstraße. Und die erweitern wir erst später, weil man kann hier noch hinbauen. Einmal einen Erweiterungsflügel. Könnte man zum Beispiel hier hinsetzen. Und man kann noch hier die Garage hinbauen. So. Jetzt merken wir uns einfach das hier.
4, 6, 8, 10. Das heißt 2, 4, 6, 8, 10. Wenn wir dann hier einen Weg hin machen würden. Ah, der scheint nicht so ganz. Ich habe wieder nicht geachtet, ne? Habe ich wieder nicht geachtet? Habe ich wieder nicht geachtet. So. Ja, ohne Zebrastreifen. Der braucht hier keinen Zebrastreifen. So, der soll genau 90 Grad sein. Okay. Dann müsste eigentlich jetzt der Anbau hier reinpassen. Ja, tut er genau. Dann geht das nämlich schön daran vorbei. Sehr gut. Und dann grenzen wir das nämlich auf dem Wege schon mal ein. Und die Leute können sozusagen um die Klinik herum. Und damit kommen wir zum Ende der zweiten Folge City Skyline 2. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du dem Projekt folgen willst, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kostet nichts, ist aber nicht umsonst. Mach es gut, bis dahin. Ciao, ciao.